Ja, ich sag nur ganz kurz vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, dass ich hier sein kann und hoffentlich auch nachher noch ein bisschen in den Austausch treten kann und einen kleinen Einblick in meine Forschung geben kann. Zuerst mal, kann mich jeder sehen? Ist das nicht toll, dass wir sehen können? Ich finde, wir freuen uns viel zu wenig darüber, wie unglaublich es ist, dass wir sehen können, dass unser Sehsinn uns im Grunde fast alles ermöglicht, was wir jeden Tag machen. Wenn Sie mal drüber nachdenken, sind heute Morgen aufgestanden, den Weg ins Bad, wahrscheinlich der Sehsinn. Frühstückstisch, die Kaffeetasse, ohne unseren Sehsinn wäre das zu einem kleinen Desaster geworden. Und jetzt stehe ich hier und Sie schauen mich an und alles, weil wir sehen können. Unser Sehsinn ist im Grunde für den Menschen das Tor zur Welt. Und nicht nur für den Menschen, sondern auch für viele, viele verschiedene Tiere auf der Erde. Und das ist im Grunde das, was mich so fasziniert am Sehsinn, wie wichtig er für Mensch und Tier ist und woran ich arbeite in meiner Forschung ist, wie neuronale Kontrolle oder neuronale Prozesse den Sehsinn verändern und den Sehsinn überhaupt erst ermöglichen. Und ich dachte, Sie als Lehrer interessieren sich vielleicht, dass meine Faszination für den Sehsinn tatsächlich in der Schule ihren Anfang genommen hat. Ich bin in Rheinland-Pfalz zur Schule gegangen, auf das schöne oder nicht schöne, auf das Leininger-Gymnasium in Grünstadt. Und ganz witzig, ich habe sogar im Internet Beweise dafür gefunden, dass ich auf der Schule war, hier im Turnteam der Schule, was es alles gibt, wenn man mal eine kleine Recherche über seine eigene Schule macht. In jedem Fall haben wir in der Oberstufe im Biologieunterricht ein ganzes halbes Jahr Schwerpunkt gehabt über das Auge und das Sehsystem. Wir haben Schweineaugen seziert. Wir mussten einen Aufsatz schreiben über den Weg des Lichts durch die Netzhaut und die ganzen verschiedenen Zelltypen in der Netzhaut beschreiben. Und das war der Punkt, wo bei mir die Faszination für das Auge begonnen hat und vor allem der Punkt, wo wir einfache visuelle Phänomene uns angeschaut haben und gelernt haben, wie wir die auf der Grundlage der Zellen in der Netzhaut erklären können. Phänomene wie Nachbilder, wo wir zum Beispiel auf das Rot hier schauen, 30 Sekunden lang und dann auf eine weiße Wand und dann das Rot in Rot erscheint. Oder vielleicht sieht man das oder auch nicht, das weiß ich nicht, in der Vergrößerung hier, wenn man sich auf diese Gitterlinien fokussiert, dass da kleine schwarze Kreise in den Kreuzen entstehen können. Und wir haben eben in der Schule schon gelernt, wie man diese Phänomene mit einfachen neuronalen Aktivitätsmustern in der Retina erklären kann. Und das war für mich der Moment, wo ich dachte, mein Gott, ich kann verstehen, einfach auf Grundlage von Nervenzellen in unserer Netzhaut, in unserem Gehirn, wie mein Seheindruck entsteht. Kann ich vielleicht auch ganz viele andere Dinge erklären auf der Grundlage von neuronalen Aktivitäten in unserem Auge und in unserem Gehirn. Und das hat so meine Faszination für das visuelle System, aber auch für neuronale Informationsverarbeitung im Allgemeinen begonnen. Und die habe ich dann fortgesetzt mit Studium und Promotion. Und ich wollte hier nur einen ganz kurzen Überblick über sozusagen den Weg nach der Schule geben. In erster Linie, um ein bisschen meine Modellorganismen aufzuzeigen. Und zwar ging es bei meinem ganzen Studienweg, Bachelorarbeit, Masterarbeit, Promotion, eigentlich immer um das Sehsystem oder um sensorische Systeme. Und ich habe wild gewechselt zwischen den verschiedenen Tierarten. Am Anfang habe ich noch an unseren näheren Verwandten, den Amphibien und den Fischen gearbeitet, also Wirbeltieren, und bin dann für meine Promotion nach Schweden gegangen und habe dort zum ersten Mal mit Insekten gearbeitet, den Schwärmern, und darüber werde ich heute auch berichten, was im Gehirn der Schwärmer vor sich geht. Habe dann ganz kurz einen Abstecher zurück zu den Wirbeltieren gemacht in meinem Postdoc in Finnland und bin jetzt wissenschaftliche Assistentin in Würzburg und habe beschlossen, dass Insekten doch die tollsten Tiere auf der Welt sind und arbeite jetzt wieder am Insektengehirn. Und wie gesagt, es ging immer um neuronale Informationsverarbeitung im Zusammenhang mit dem Sehsystem. Und es wundert sich vielleicht der eine oder andere, wenn ich sage, ich möchte verstehen, wie unser Gehirn, wie die Neuronen in unserem Gehirn unseren Seheindruck ermöglichen oder verändern, und dann erzähle ich, ich arbeite am Insekt. Ist mir gestern genauso bei meiner Chorprobe passiert. Ich habe auch erzählt, ich arbeite am Insektengehirn, und die Frage, die sich in 50% aller Fälle stellt, haben Insekten denn ein Gehirn? Die sind doch so klein. Ja, ihr Gehirn ist auch sehr klein, kann man hier schön sehen, das menschliche Gehirn, das Mäusegehirn, und für das Insekt bleibt gerade mal noch ein Punkt übrig. Nichtsdestotrotz, sie haben ein Gehirn und das Gehirn unterstützt auch jede Menge verschiedene Fähigkeiten.
Immerhin, der kleine Punkt kann bei manchen Insekten bis zu 1 Million Nervenzellen beinhalten, was ja gar nicht so schlecht ist. Im Vergleich zum Menschen mit seinen 86 Milliarden, das ist ungefähr 10-mal so viel wie die Weltbevölkerung, wenn Neurone Menschen wären, klingt das vielleicht wenig, aber interessant sich zu überlegen. Das haben Sie alle erlebt, wenn Sie Insekten beobachten. Insekten können ganz viele Dinge, die wir auch tun. Die können Futter finden, die können Partner finden und Paarungsrituale abhalten, die können Fressfeinde identifizieren und vor ihnen abhauen. Und die können sich durch die Welt bewegen, manchmal in kleineren Räumen. Manche Insekten können über Hunderte und Tausende von Kilometern zwischen ihren Sommer- und Winterquartieren sich bewegen. Also Insekten können alle diese Dinge tun, die Wirbeltiere und wir Menschen auch tun, müssen das Ganze aber steuern mit einer viel kleineren neuronalen Kapazität. Mit höchstens 1 Million Neuronen, die meisten Insekten haben eher weniger. Und das bedeutet, dass sie ihre neuronale Kapazität sehr effektiv einsetzen müssen. Sie müssen also simple und effektive Strategien entwickeln, neuronale Verarbeitungsstrategien, um diesen ganzen Herausforderungen gerecht zu werden. Und das macht das Insektengehirn so interessant für uns Neurowissenschaftler, denn erstmal haben wir nicht so viele Neurone, die wir untersuchen müssen im Vergleich zum Menschen, und wir können davon ausgehen, dass die Verarbeitungsstrategien der Neurone relativ einfach sind, soweit man das einfach nennen kann, und wir damit eine Chance haben, das System auch wirklich zu verstehen. Und Insekten werden in der Neurowissenschaft, und auch von mir, das werde ich dann genauer erläutern, genutzt als Modellsysteme, um verschiedene Verhaltensweisen, verschiedene Sinnessysteme wie das Sehsystem zu verstehen und zu verstehen, was die Nervenzellen im Gehirn machen, um Sehen zu ermöglichen, Fliegen zu ermöglichen, um dann den Vergleich herzustellen am Ende zu den viel komplexeren Systemen. Aber nicht nur, um den Vergleich herzustellen. Insekten sind auch ein sehr beliebtes System und ein sehr beliebtes Vorbild für technische Anwendungen. Alle technischen Anwendungen, die mit relativ geringer Computerleistung funktionieren müssen, wie zum Beispiel selbstfahrende Fahrzeuge oder Drohnen, die hoffentlich in ein paar Jahren unsere Pakete ausliefern, die keine riesigen Supercomputer mit sich rumschleppen können, sondern die relativ eben, genau wie die Insekten, einfache und effektive Strategien haben müssen, um zu fliegen, ohne zu kollidieren, oder auch, da komme ich, verschiedene Dinge zu sehen. Und Insektengehirne und Insektenverarbeitungsstrategien können da eben ein wichtiges Vorbild für solche Entwicklungen sein. Und ich werde Ihnen jetzt einen kleinen Überblick geben über eine solche Verarbeitungsstrategie im Insektengehirn und im visuellen System. Und einleitend dazu ist zu sagen, dass was am visuellen System eigentlich ganz interessant ist. Ich sagte ja, wir Menschen und ganz viele verschiedene Tiere, wir verlassen uns auf unseren Sehsinn. Der Sehsinn ist aber abhängig von der Lichtintensität, die wir außen in der Welt vorhaben. Und jeden Tag wird unser Sehsinn an den Rand seiner Möglichkeiten gebracht, denn jeden Tag geht die Sonne unter. Und nicht jeden Tag haben wir einen sehr hellen Vollmond. Was macht der Sehsinn jetzt? Viele Tiere können tatsächlich nachts sehr wenig oder gar nicht sehen, aber es gibt Tiere, die ihren Sehsinn wirklich an die Grenzen des physikalisch Möglichen gebracht haben und nachts noch hervorragend sehen können. Und ein so ein Tier ist das Insekt, an dem ich geforscht habe, der mittlere Weinschwärmer, Dalephila elpenor, auch in unseren Breiten verbreitet. Leider sehen wir ihn nachts nicht so gut, aber der eine oder andere ist vielleicht schon mal über ihn gestolpert. Der mittlere Weinschwärmer ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass ich zwar sagte, wir nutzen das Insektengehirn als einfaches Modell für unsere Forschung, das soll aber nicht heißen, dass das, was Insekten machen, irgendwie eine reduzierte oder imperfekte Form von dem, was wir Menschen können, ist und dass wir da uns nur so was schlechtere Version sozusagen unseres menschlichen Vermögens angucken und davon was lernen. Der Weinschwärmer hat ganz herausragende visuelle Fähigkeiten. Er war tatsächlich das erste Tier, von dem nachgewiesen wurde, dass es nachts selbst bei Sternenlicht noch Farben sehen kann. Und zwar trichromatisches Farbsehen hat dasselbe Farbsehen, was wir Menschen besitzen. Der Weinschwärmer kann also nachts bei Sternenlicht immer noch seine bevorzugten Blüten anhand ihrer Farbe herauspicken. Und wenn ich Sie fragen würde, dasselbe zu tun, oder ich dasselbe tun müsste, dann würden wir furchtbar versagen. Denn der Mensch kann bei Sternenlicht keine Farben mehr wahrnehmen. Der Mensch sieht die Welt bei Sternenlicht grau. Und das macht den Weinschwärmer eben seine herausragenden visuellen Fähigkeiten zu einem interessanten Modell für mich zu untersuchen,
was im Gehirn des Weinschwärmers vor sich geht, dass es ihm ermöglicht, nachts so gut zu sehen. Den Weinschwärmer kümmert meine Interessen jetzt weniger. Der Weinschwärmer nutzt seine hervorragenden Nachtsichtfähigkeiten dazu, Futter zu finden in erster Linie. Er fliegt herum auf der Suche nach Blüten. Und wenn ein Schwärmer eine Blüte sieht, dann schwebt er vor der Blüte wie ein Kolibri und steckt seinen Rüssel in das Nektarium der Blüte, um dort den Nektar zu saugen. Und ganz kurz nur, weil ich jetzt das Wort Schwärmer so oft erwähnt habe, nur zur Einordnung sozusagen, die Schwärmer sind eine Familie innerhalb der Insekten Sphingidae und es gibt ganz berühmte Vertreter der Schwärmer, die bestimmt jeder schon mal gehört hat, nämlich den Totenkopfschwärmer zum Beispiel, ist auch ein Vertreter aus der Familie der Schwärmer. Der mittlere Weinschwärmer und ein Schwärmer, den bestimmt schon einige von Ihnen gesehen haben, ist das Taubenschwänzchen, einer der wenigen tagaktiven Vertreter der Gruppe der Nachtfalter oder der Gruppe der Schwärmer. Vor allem im südlichen Deutschland halt gerne als Sommergast gesehen. Und was an den Schwärmern ganz nett ist, um einen Schwärmer zu identifizieren, ist, dass sie alle eine relativ ähnliche Körperstruktur haben. Also das nächste Mal, wenn Sie rausgehen und einen Insekt sehen, was einen ziemlich aerodynamischen Körperbau hat mit so dreieckig geformten Flügeln, sieht fast ein bisschen aus wie ein Kampfflugzeug. Und das dann auch noch von der Blüte schwebt wie ein Kolibri, dann können Sie sich ziemlich sicher sein, dass Sie einen Schwärmer gefunden haben. Gut. Und was ich kurz erwähnt hatte, die meisten, also die Schwärmer sind eine Gruppe der Nachtfalter, die allermeisten Schwärmer sind nachtaktiv und mit der Ausnahme des Taubenschwänzchen in unseren Breiten. Und wie der mittlere Weinschwärmer können die meisten von ihnen nachts hervorragend sehen. Und meine Frage in meiner Forschungsarbeit war eben, wie die das machen. Aber bevor wir zu dem Punkt kommen, zu verstehen, was passiert in dem Gehirn, das ihnen hilft, nachts zu sehen, müssen wir erstmal kurz für alle rekapitulieren, warum es eigentlich so schwer ist, nachts zu sehen. Dazu gesagt, nur ganz kurz zum Sehsystem als Erinnerung. Wir sehen, weil Photonen, der Treibstoff des visuellen Systems, am Auge ankommt, von den Photorezeptoren detektiert wird. Die senden Informationen zum Gehirn, im Gehirn wird die Information weiterverarbeitet und essentielle Informationen über die Umwelt werden rekonstruiert aus diesen Signalen, auf die wir dann unser Verhalten oder die Tiere ihr Verhalten basieren können. Und das Problem mit dem Sehen bei Nacht ist, dass dieser essentielle Treibstoff des visuellen Systems, nämlich das Licht, die Photonen, nur in sehr geringem Maße vorhanden ist. Zum Vergleich, in einer sternklaren Nacht haben wir etwa 10 Millionen Mal weniger Photonen als während eines sonnigen Tags. Wenn wir uns vorstellen wollen, was das bedeutet, dann stellen wir uns vor, dass Photonen Regentropfen sind. Und dann wäre es so, die Photonenanzahl bei Nacht etwa gleich einem leichten Nieselregen. Und die Photonenanzahl am Tag wäre etwa so, als würden wir eine Dusche unter den Niagara-Fällen nehmen. Also ein Problem des Sehens bei Nacht ist die geringe Anzahl Photonen, die an unserem Auge eintrifft. Es gibt aber noch ein zweites Problem und das hat damit zu tun, dass das Eintreffen von Licht und übrigens auch das Eintreffen von Regentropfen auf der Erde ein stochastischer Prozess ist. Also wenn wir eine durchschnittliche Lichtmenge haben, die an unserem Auge ankommt, kann zu jedem bestimmten Zeitpunkt eine unterschiedliche Anzahl von Photonen an unserem Auge ankommen. Man kann es modellieren und relativ gut beschreiben für alle, die das interessiert, werfe ich nur kurz in den Raum, mit einer Poisson-Verteilung. Was ich Ihnen kurz zeigen werde, ist sozusagen, was für Folgen das für das visuelle System hat. Und zwar stellen wir uns jetzt vor, wir wollen Photonen oder Regentropfen, in diesem Fall gibt sich das nicht viel, zählen und zählen die in diesem kleinen orangenen Kreis. Und wir fangen an, zählen 3 Regentropfen pro in einer Sekunde und zählen jetzt jede Sekunde unsere Regentropfen weiter. Und was wir dann sehen werden, ist, dass wir eben zu jeder Zeiteinheit eine leicht unterschiedliche Anzahl zählen. Wir können daraus einen Durchschnitt errechnen, 3,4 Regentropfen pro Sekunde, aber wir haben eine gewisse Varianz. Und diese Varianz haben wir auch bei den Photonen, die am Auge ankommt. Und die bedeutet, dass unser visuelles System auch mit dieser Unsicherheit in der Anzahl der Photonen zurechtkommen muss. Und das Interessante ist jetzt, wenn wir eine hohe Lichtintensität oder eine hohe durchschnittliche Tropfenrate haben, dann schrumpft diese Varianz. Das heißt, bei einer hohen Lichtintensität haben wir eine geringe Unsicherheit oder eine geringe Varianz und bei der niedrigen Lichtintensität haben wir eine hohe Unsicherheit oder eine hohe Varianz. Und zusammengefasst bedeutet es für unser Sehsystem, dass wir am Tag viele, viele Photonen zur Verfügung haben mit einer geringen Unsicherheit in der Photonenanzahl, gemessen am Durchschnitt. Und damit kann dann unser Gehirn auch verlässliche Informationen aus diesen Signalen rekonstruieren.
Nachts haben wir nur wenige Photonen zur Verfügung mit einer hohen Unsicherheit und das erschwert es eben für das visuelle System, daraus verlässliche Informationen zu rekonstruieren. Werden die Photonen zu wenige und die Varianz zu hoch, dann sind am Ende die Informationen, die unser visuelles System rekonstruiert, nicht mehr zuverlässig und wir können keine Verhalten mehr darauf basieren. Wir rennen gegen die Wand, auf Deutsch, wenn wir versuchen, uns zu orientieren. Also, nachts zu sehen wird erschwert von der geringen Anzahl von Photonen und der hohen Varianz in der Anzahl, die am Auge eintrifft. Und wie schaffen es jetzt Tiere und visuelle Systeme, diese Herausforderungen zu überbrücken und tatsächlich nachts noch was zu sehen? Erster Punkt, wenn wir nicht so viele Photonen haben, die am Auge ankommen und das problematisch fürs visuelle System ist, dann wäre eine Lösung, mehr Photonen zu sammeln. Wie machen wir das? Jeder Fotograf weiß, wie wir das machen. Wir investieren in teure Optik. Wir haben große Öffnungsweiten, große Linsen, mit denen wir einen größeren Anteil der vorhandenen Photonen sammeln können. Und genauso machen das Tiere, wenn man sich mal anschaut, nachtaktive Tiere im Vergleich zu ihren tagaktiven Verwandten haben in der Regel viel größere Augen, viel größere Linsen und weiter geöffnete Pupillen. Und es gibt noch weitere optische Anpassungen, also Anpassungen am Auge, die das Nachtsehen erleichtern. Zum Beispiel denkt man gerne mal an die Katzenaugen und das Tapetum im Auge. Das ist eine reflektierende Schicht hinter den Photorezeptoren. Wenn also Licht ins Auge eintrifft, haben die Photorezeptoren eine Chance, die Photonen zu detektieren. Und ganz viel Licht geht aber einfach durch die Photorezeptoren durch und geht verloren, wenn man so ein Tapetum hat. Reflektiert es das Licht wieder zurück und die Photorezeptoren haben nochmal eine Chance, ein Photon aufzunehmen. Für uns hat es den Effekt, dass wenn wir einem Tier mit so einem Tapetum ins Auge scheinen, dass wir dann die Augen leuchten sehen. Unser mittlerer Weinschwärmer hat eben auch alle diese optischen Anpassungen. Die haben sehr, sehr große Augen. Wenn man die zusammennimmt, sind die größer als der ganze Kopf von dem Insekt. Und wenn man ihnen ins Auge leuchtet, sieht man hier auch ein bisschen, leuchtet es zurück. Die haben also auch ein Tapetum. Die haben also alle optischen Anpassungen, die man sich für ein nachtaktives Tier vorstellen kann. Das Auge allein umfasst etwa 12.000 individuelle Facetten, also es sind riesige, riesige Augen. Das Interessante am Weinschwärmer, und da fängt jetzt eigentlich meine Arbeit an, ist, wenn man sich die Anatomie des Auges genau betrachtet und ausrechnet, wie viele Photonen das Auge eigentlich sammeln könnte, stellt man fest, dass die Sensitivität des Auges eigentlich bei geringen Mondlichtintensitäten ihr Ende nehmen sollte. Also der Weinschwärmer sollte eigentlich ab schwachem Mondlicht nichts mehr sehen. Jetzt hatte ich ja vorhin gesagt, der Weinschwärmer kann selbst bei Sternenlicht noch Farben wahrnehmen. Wie erklären wir uns das? Der Weinschwärmer kann besser sehen als seine Augen. Und der Weinschwärmer ist nicht alleine. Ein ähnliches Phänomen wurde gezeigt bei nachtaktiven tropischen Bienen und auch bei Küchenschaben, sagt man auf Deutsch. Cockroaches. Kakerlaken, danke. Genau, bei Kakerlaken. Und damit zusammengefasst wurde gezeigt, dass die Tiere in ihrem Verhalten, in ihrem visuellen Verhalten, sensitiver sind, als ihre Augen es eigentlich zulassen sollten. Und das war jetzt sozusagen die Frage und die Hypothese eingehend in meine Arbeit, wie kann man in diesen Spalt zwischen den Augen, der Sensitivität der Augen und der Sensitivität des Tieres überbrücken. Und meine Arbeitshypothese war durch neuronale Anpassung, durch die Aktivität des Gehirns. Die Hypothese ist, dass durch die Verarbeitung der Informationen, die aus dem Auge kommen, zusätzliche Sensitivität gewonnen wird und das visuelle System tatsächlich sensitiver wird, als die Augen es eigentlich zulassen würden. Und man kann sich das im Grunde vorstellen wie digitale Bildverarbeitung. Wir haben unsere Kamera mit dem teuren Objektiv und wir können aber trotzdem hinterher unsere Bilder noch nachbearbeiten am Computer. Gut. Also die visuellen Systeme können nachts sensitiver werden, indem sie in optische Anpassungen investieren und die Arbeitshypothese hier, indem sie ihre Sensitivität durch neuronale Anpassungen erhöhen. Die Frage ist also, finden wir solche neuronalen Anpassungen im Gehirn eines Schwärmers? Was gleich zur nächsten Frage übergeht, wo im Gehirn eines Schwärmers sollen wir nach den neuronalen Anpassungen suchen? Ich habe gesagt, das Gehirn ist klein, aber ganz so klein ist es nicht, es hat immer noch mehrere hunderttausend Neurone. Und hier sehen wir das Gehirn des Schwärmers rotierend in der 3D-Rekonstruktion. Sieht sehr, sehr anders aus als ein menschliches Gehirn. Aber wir sehen trotzdem distinkte Strukturen. Also auch im Gehirn eines Insekts gibt es spezifische Strukturen, die für spezifische Verarbeitungsprozesse verantwortlich sind. Zum Beispiel diese zwei großen Strukturen an der Seite des Gehirns.
die hier in Gelb- und Rottönen dargestellt sind, das sind die optischen Loben. Und die sind verantwortlich für die Verarbeitung der visuellen Informationen. Die liegen direkt unter den Augen der Insekten und bekommen direkt Informationen von den Photorezeptoren und verarbeiten die dann weiter. Das ist also zumal ein ziemlich guter erster Ansatz, in den optischen Loben nach den neuronalen Anpassungen zu suchen, denn da geht die visuelle Information aus den Augen hin. Und spezifisch in den optischen Loben habe ich in einem Areal weitergesucht, was sich die Lobulaplatte nennt. Das ist hier in Rot dargestellt. Wir wissen aus Forschung, vor allem in Fliegen, dass es in der Lobulaplatte Neurone gibt, die den Insekten helfen, ihren Flug zu steuern. Also mit diesen Neuronen, die visuelle Informationen verarbeiten, ist es Insekten möglich zu fliegen, ohne zu kollidieren, ihre Geschwindigkeit zu regulieren und so weiter. Und weil wir, also weil wir wissen aus vorherigen Experimenten, dass diese Motten fliegen können bei Sternenlicht und dann ihre bevorzugten Blüten mit ihrem Farbsehen herauspicken können, muss es ja Neuronen im Gehirn geben, die diesen Flug steuern können. Das heißt, die Neuronen in dieser Lobulaplatte müssen sensitiv genug sein, um den Flug zu steuern. Und da die Augen nicht sensitiv genug sind, können wir davon ausgehen, dass wahrscheinlich diese Neurone von den neuronalen Anpassungen unterstützt werden. Ich habe mir also Neurone in dieser Lobulaplatte angeguckt. Die nennen sich Lobulaplatten-Tangentialzellen. Können wir aber für den Rest des Vortrags vergessen und nennen die einfach Flugkontrollneurone oder Flugneurone, sonst stolper ich bei jedem zweiten Mal über Lobulaplatten-Tangentialzellen. Und hier ist so eine Lobulaplatten-Tangentialzelle oder ein Flugneuron. Und was ich gemacht habe, ist mir die neuronale Aktivität, also die Aktionspotenziale dieser Zellen anzuschauen, indem ich kleine Glaspipetten in diese Neurone gestochen habe und die Aktionspotenziale abgeleitet habe und daraus ablesen kann, wie diese Zellen Informationen verarbeiten. Ich habe das Ganze gemacht, während die Motte Fernsehen schaut. Während die Motte also vor einem Computerbildschirm sitzt und sich Reize betrachtet, die ich ihr zeige. Diese Reize sind ziemlich simpel, das sind einfach nur schwarze und weiße Streifen in einem Sinusmuster, die sich bewegen. Und die Idee dahinter ist, wir wollen uns ja die Flugneurone anschauen und wir simulieren quasi den Flug der Motte. Die Motte fliegt durch ihre Umwelt und die Umwelt bewegt sich an den Augen der Motte vorbei, während sie fliegt. Und diese schwarzen und weißen bewegenden Streifen sind quasi eine simple Repräsentation der sich bewegenden Umwelt. Genau, und vielleicht nur mal, um einen Eindruck zu geben, wie das aussieht, wenn man kein Schema davon malt, sondern wie das in echt aussieht, ist hier mein Setup. Und was wir sehen, ist zum einen der Bildschirm, wo ich die Reize präsentiert habe. Dann in der Mitte des Bildes ein Mikroskop, weil die Insektengehirne tatsächlich sehr klein sind. Ich muss also vergrößern, um zu sehen, was ich mache. Und auf der rechten Seite die ganzen elektrischen Apparate, um die Signale aufzunehmen, zu verstärken, zu präsentieren und dann an den Computer weiterzuleiten. Und in der Darstellung kann man dann auch noch mal besser sehen, hier in der Mitte. Hier würde die Motte sitzen und auf den Bildschirm schauen. Und von hier oben kommen die Glaselektroden, die dann die Neurone ableiten und die ich mit Hilfe von feinen Motoren auch in Mikrometer genauer Mikrometer genau bewegen kann. So sieht es aus in echt. Und wenn man die Experimente macht, sieht man eigentlich gar nichts. Ich habe das Setup hier ein bisschen auseinandergebaut, weil da nämlich nochmal ein riesiger Käfig oben drüber ist, der komplett schwarz ist, der einerseits als Faraday-Käfig dient, um elektrische Störsignale von meiner Ableitung fernzuhalten, aber auch um sicherzustellen, dass kein Licht an die Motte kommt, was ich ihr nicht präsentieren möchte. Es ist kein schönes Leben in dem Sinne als Forscher des Sehsinns, denn man befindet sich meistens in dunklen Räumen ohne Fenster, um auch sicherzustellen, dass die Tiere, an denen man arbeitet, nur das Licht sieht, was man ihnen präsentiert und kein Tageslicht. Und damit sieht auch der Forscher sehr oft kein Tageslicht. Danke. Gut. Aber der hart arbeitende Forscher macht weiter und leitet, wie gesagt, von den Flugneuronen ab. Ich konnte auch die Reize entsprechend in ihrer Intensität herunterschrauben, um dann bis an Sternlichtintensitäten heranzukommen. Und ganz wichtig, ich habe außerdem noch von den Photorezeptoren im Auge die Signale abgeleitet. Denn ich habe ja eingangs gesagt, Tiere können ihre Sensitivität entweder steuern oder erhöhen, indem sie optische Anpassungen nutzen oder, das ist meine Arbeitshypothese, indem sie neuronale Anpassungen nutzen.
Jetzt muss ich aber sicherstellen in meinen Versuchen, dass ich auch mit kontrolliere, ob jetzt optische Anpassungen im Spiel sind oder neuronale. Und indem ich von den Photorezeptoren im Auge ableite, habe ich sozusagen eine Kontrolle dafür, was im Auge passiert, welche Sensitivität die optischen Anpassungen liefern. Das sagen mir die Photorezeptoren, denn die sind sozusagen der Ausgang des Auges, die sind meine Kontrolle für das Auge. Und die Flugneurone im Vergleich sagen mir dann, was an zusätzlicher neuronaler Verarbeitung passiert. Gut, dann schauen wir uns doch mal an, was passiert ist. Hier sind sozusagen die verarbeiteten Daten aus diesen Ableitungen dargestellt. Vielleicht kann ich das hier mal zeigen. Und was dargestellt ist auf der Y-Achse, ist die Sensitivität der Flugneurone. Hohe Zahlen bedeuten hohe Sensitivität, das heißt, die Neurone können ganz feine Kontraste auflösen und dann hier entsprechend brauchen sie sehr starke Kontraste, um noch zu antworten. Und das zeigt die Sensitivität von hohen Lichtintensitäten, also für den Weinschwärmer sind Sonnenuntergangsintensitäten so sehr, sehr hoch, und bis zu Sternenlicht. Und was wir sehen, ist, dass wir eine relativ hohe Sensitivität in den Flugneuronen haben, bis zu etwas schwachem Mondlicht und die Sensitivität dann sinkt. Nicht verwunderlich, das hatte ich ja eingangs erklärt, es gibt weniger und weniger Photonen, es wird immer schwieriger für das visuelle System überhaupt verlässliche Informationen zu extrahieren. Aber wir bekommen zwar schwache, aber immer noch verlässliche Antworten der Neurone. Und interessant wird es jetzt, wenn wir da drüber legen, die Sensitivität des Auges. Und da sehen wir, dass selbst schon bei Mondlichtintensitäten das Auge weniger sensitiv ist als die Flugneurone. Und am allerinteressantesten, dass wir aus dem Auge keine verlässlichen Antworten mehr bekommen von den Photorezeptoren bei Sternenlicht und die Flugneurone aber noch verlässlich antworten. Damit haben wir also physiologisch nachgewiesen, was sozusagen eingangs mit Verhalten und Anatomie gezeigt wurde. Die Flugneurone sind sensitiver als das Auge. Es muss also solche neuronalen Anpassungen geben, sonst könnten wir nicht erklären, warum die Flugneurone immer noch antworten. Und wenn wir es uns kurz angucken, hier sehen wir, dass das Auge ungefähr, wie gesagt, bei schwachem Sternenlicht aufhört. Das ist etwa 100 Mal heller als bei schwachem Mondlicht aufhört. Das ist etwa 100 Mal heller als schwaches Sternenlicht. Das bedeutet, die Flugneurone im Schwärmergehirn sind etwa 100 Mal sensitiver als das Auge. Und damit haben wir sozusagen den Beleg dafür, dass es neuronale Anpassungen im Schwärmergehirn geben muss, die diese erhöhte Sensitivität erklären. Die Frage ist, die sich dann stellt, ist natürlich, was sind diese neuronalen Anpassungen? Und zunächst, bevor ich Ihnen die Daten zeige, werde ich Ihnen kurz erklären, was unsere Hypothese war, was denn diese neuronalen Anpassungen sein könnten, damit wir dann verstehen, wonach wir in den Daten eigentlich schauen müssen. Gut, ich hatte ja schon erklärt, ein Problem des Sehens bei Nacht ist, dass wir diese hohe Varianz in dem Eintreffen der Photonen am Auge haben, die das Sehen erschwert. Und was die neuronalen Anpassungen machen können, ist sozusagen diese Varianz zu verringern. Und zwar können wir uns vorstellen, dass wir jetzt wieder vor dem Problem stehen oder problemstehende Aufgabe stehen, Regentropfen zu zählen. Und anstatt sie in unserem kleinen Areal zu zählen, nehmen wir jetzt Regentropfen in einem größeren Areal auf. Wir summieren also über eine größere Fläche. Das bedeutet, pro Zeiteinheit zählen wir jetzt mehr Regentropfen. Und ich sagte ja schon eingangs, wir summieren also Regentropfen. Und wenn sich die mittlere Intensität erhöht, das sagte ich ja schon vorher, dann schrumpft auch die Varianz. Indem wir also räumlich summieren, können wir sowohl unser Signal erhöhen, als auch unsere Varianz erniedrigen. Und ähnlich passiert es, wenn wir zeitlich summieren, wenn wir also in unserem kleinen Areal Regentropfen zählen, aber wir zählen über längere Zeiträume. Vielleicht nicht eine Sekunde, sondern 10. Das heißt, in jedem Intervall, in dem wir zählen, bekommen wir auch mehr Regentropfen. Ein höheres durchschnittliches Signal und damit auch eine verringerte Varianz. Übertragen auf unser visuelles System bedeutet das, dass wir unsere Sensitivität erhöhen können, unsere Signal verstärken und unsere Varianz erniedrigen, indem wir räumlich oder zeitlich Signale summieren. Alle Fotografen unter uns denken sich, oh, kenne ich schon. Das ist nämlich im Grunde das, was man auch an jeder Kamera machen kann. Zeitliche Summation ist nichts anderes als die Öffnung, jetzt müssen wir wieder ein deutsches Wort finden, der Blende, nein, des Shutters. Verschluss, danke. Genau. Als die Öffnung des Verschlusses über längere Zeiträume zu machen, also die Belichtungszeit zu erhöhen.
Und räumliche Summation ist nichts anderes sozusagen, als unsere Pixel zu vergrößern und damit mehr Photonen pro Pixel zu bekommen, nur dass wir es jetzt im Gehirn haben und damit Signale summieren und nicht mehr Photonen. Und der Fotograf ist auch schon einen Schritt weiter und weiß natürlich auch, wenn wir die Belichtungszeit erhöhen und unseren Verschluss länger offen haben und wir haben ein Objekt, was sich schnell bewegt, dann verschwimmt es auf unserem Bild. Das heißt, unsere zeitliche Auflösung verringert sich. Wir können schnell bewegende Objekte nicht mehr auflösen. Wir haben nicht mehr genug Bilder sozusagen, während sich das Objekt bewegt, um die Bewegung aufzulösen. Also die zeitliche Auflösung sinkt, wenn wir zeitlich summieren, und entsprechend sinkt auch die räumliche Auflösung, wenn wir räumlich summieren. Wenn wir große Pixel haben, können wir keine feinen Details mehr auflösen. Das ist für mich als Forscher tatsächlich super, denn die Verringerung der zeitlichen und räumlichen Auflösung ist etwas, was ich in meinen Daten sehen kann. Ich kann von den Flugneuronen ableiten, ich kann ihnen verschiedene räumliche und zeitliche Reize präsentieren, und wenn die räumliche und zeitliche Auflösung sich verringert, dann kann ich daraus ablesen, dass im Gehirn der Motten wahrscheinlich räumliche und zeitliche Summation stattfindet. Und genau das habe ich auch gemacht. Ich habe wieder von den Flugneuronen abgeleitet. Und ich habe ihnen jetzt Reize gegeben, die sich wieder bewegen, aber ich habe ihnen jetzt sozusagen getestet, wie denn die räumliche und zeitliche Auflösung der Flugneurone sich verändert, indem ich ihnen grobe und feine Streifenmuster gezeigt habe, um die räumliche Auflösung zu testen, und sich langsam und schnell bewegende Streifenmuster, um die zeitliche Auflösung zu testen. Und hier werden wir jetzt die Aktivität der Flugneurone sehen, für auf der X-Achse verschiedene räumliche Muster und auf der Y-Achse für verschiedene zeitliche Muster. Und die Aktivität stellt sich so dar: wenn es sehr rot ist, dann antworten die Flugneurone sehr stark, sind sehr sensitiv, und wenn es ins Graue geht, sind sie eher nicht sensitiv. Und was wir jetzt machen können, ist uns anzuschauen, wie sich die Aktivität der Flugneurone für verschiedene Lichtintensitäten verändert, um zu sehen, sehen wir Hinweise für räumliche und zeitliche Summation. Wir fangen wieder an, wie bei den anderen Graphen auch schon, bei den hellsten Lichtintensitäten, den Sonnenuntergangsintensitäten, und wir gehen bis hinunter zum Sternenlicht. Und wir schauen uns zuerst die räumliche Auflösung an, und ich habe das hier in weiß kurz dargestellt, wo die stärksten Antworten der Flugneurone sind und bei welchen räumlichen Reizen diese Flugneurone antworten. Und wenn wir jetzt zu niedrigeren Lichtintensitäten gehen, dann sehen wir können das nochmal machen, dass, wenn das Licht geringer und geringer und geringer wird, die Flugneurone auf gröbere und gröbere und gröbere räumliche Reize antworten. Und ähnlich können wir das verfolgen für die zeitliche Domäne, hier jetzt auf der Y-Achse dargestellt. Und wenn wir jetzt wieder unsere Lichtintensitäten verringern, können wir es nochmal machen, sehen wir auch hier, dass die Flugneurone auf langsamere und langsamere und langsamere Reize reagieren, wenn die Lichtintensitäten sich verringern. Zusammengenommen also, von hellen nach dunklen Lichtintensitäten antworten die Neurone auf gröbere und auf langsamere Reize, das heißt, ihre zeitliche und räumliche Auflösung verringert sich. Genau das, was wir erwartet hätten, wenn das Gehirn räumliche und zeitliche Summation betreibt. Wir können aus diesen Ergebnissen also schließen, dass Neurone im Schwärmergehirn räumliche und zeitliche Summation betreiben und dadurch die Sensitivität der Neurone, vor allem der Flugneurone, von denen wir gemessen haben im Schwärmergehirn, bis zu 100 Mal verstärken. Und ich hatte ja eingangs gesagt, dass Insektengehirne als Modelle für technische Anwendungen dienen, und ich wollte Ihnen hier eine Sache darstellen, die sich, sagen wir mal, inspiriert durch die Forschung an den Schwärmergehirnen, die sich entwickelt hat. Und das ist eine Verarbeitungssoftware für Videos. Mit demselben Hintergrund: wenn unsere Kamera nachts noch gut sehen soll, können wir erstmal die teuren Objektive kaufen, aber wir können die Bilder auch hinterher weiterverarbeiten. Und man kann, genauso wie im Mottengehirn, auch auf den Kameravideos räumliche und zeitliche Summation in der Nachbearbeitung betreiben. Was wir sehen werden, ist auf der linken Seite das Kameravideo, so wie es die Kamera aufgenommen hat, während sie auf einem kleinen Zug sitzt und durch eine Modelleisenbahnlandschaft fährt, weil Forscher sonst nichts zu tun haben. Und auf der rechten Seite genau dasselbe Video, aber mit einer Nachbearbeitungssoftware, die jetzt räumliche und zeitliche Summation implementiert. Und jetzt geht das Video los, und der Effekt, vor allem hier
die Vorhänge nicht zu sind, ist extrem beeindruckend. Wir sehen, dass die Sensitivität des Videos auch durch diese räumliche und zeitliche Summation enorm erhöht ist. Wenn man es ganz genau anschaut, sieht man durchaus, dass auf der rechten Seite die feinen Details etwas verschwommen sind. Also das Video wirkt ein bisschen verschwommen, eben durch die Erniedrigung der räumlichen Auflösung, durch die räumliche Summation. Aber ich glaube, der Effekt ist ziemlich eindeutig. Man kann eben auch dann in zum Beispiel Videos diesen Trick anwenden und die Sensitivität erhöhen. Genau. Das war sozusagen der Kern meiner Forschung, die ich für meine Doktorarbeit betrieben hatte. Und ich dachte, ich gebe ganz, ganz kurz nur in einer Folie jeweils einen Ausblick, was ich jetzt mit den Insekten vorhabe. Ich habe erst vor 3 Monaten angefangen, also es gibt noch nichts zu zeigen, es gibt sozusagen nur große Pläne und Ideen. Und zwar arbeite ich jetzt immer noch mit einem Schwärmer, aber jetzt mit dem tagaktiven Taubenschwänzchen. Und was ich untersuchen möchte, ist zum einen die Frage danach, ob es im visuellen System der Taubenschwänzchen unterschiedliche räumliche Auflösungen für unterschiedliche Aufgaben gibt. Und zwar, wenn wir uns mal so eine visuelle Szenerie anschauen, dann sehen wir, dass es verschiedene feine Details in der Welt gibt. Zum Beispiel, man braucht eine sehr hohe räumliche Auflösung, um die vielen Blumen hier wahrzunehmen, weniger hohe räumliche Auflösung, um den Unterschied zwischen dem Himmel und der Landschaft hier zu sehen, also den Horizont sozusagen wahrzunehmen. Und für verschiedene Dinge, die Insekten tun wollen, kann man sich vorstellen, braucht man verschiedene Arten von Informationen. Zum Beispiel, wenn das Insekt fliegen will und möglichst versuchen will, nicht sozusagen aus seiner Achse zu kommen, dann reicht es vielleicht einfach nur, den Horizont wahrzunehmen. Dann braucht man gar nicht die ganzen Blumen im Vordergrund sehen, dann kommt man mit einer relativ geringen räumlichen Auflösung aus. Während, wenn man seinen Rüssel gezielt in das Nektarium der Blume stecken möchte, dann muss man vielleicht auch die feinen Details auf der Blume wahrnehmen können. Und die Überlegung hier ist sozusagen zu sehen, ob im visuellen System der Schwärmer für die Steuerung dieser verschiedenen Aufgaben dann auch verschiedene räumliche Auflösungen angewendet werden und sozusagen von den Neuronen kodiert werden. Und eine zweite Frage, der ich nachgehe, ist zu schauen, wenn man sich den Schwärmer anguckt und ihm eine künstliche Blüte gibt, wie ich sie hier gebastelt habe, mit einem einfachen Muster auf der Blüte, einfach nur einem Kreuz, und zuschaut, wie der Schwärmer die Blüte mit seinem Rüssel betastet, dann sieht man, dass der Schwärmer ganz gezielt auf das Kreuz in der Mitte tastet. Und die Idee dahinter ist, dass die Schwärmer visuelle Informationen auf Blüten nutzen können, um die Nektarien zu finden, dass die Blüten sozusagen Muster haben, die den Schwärmern helfen oder anderen Insekten helfen, den Nektar zu finden. Und was hier ganz spannend dran ist, jetzt nimmt der Stieter hier mir die Show. Danke. Was hier ganz spannend dran ist, ist, dass der Schwärmer, wie gesagt, einem visuellen Muster folgt. Das heißt, er kontrolliert seinen Rüssel anhand der Informationen, die seine Augen aufnehmen. Und wie das funktioniert, das ist was, was ich gerne untersuchen möchte. Das wäre, wenn es tatsächlich so ist, dass der Schwärmer seinen Rüssel anhand der visuellen Informationen kontrollieren könnte, auch das erste Mal, dass man tatsächlich im Verhalten von einem Insekt zeigen kann, dass es Extremitäten kontrolliert mit Hilfe seines visuellen Systems. Und wie das im Gehirn funktioniert, ist sozusagen die größere Langzeitfrage, die ich mir in Würzburg stelle. Genau, alles können wir kurz überhüpfen. Gut, damit hoffe ich, dass ich Ihnen zumindest in einem Beispiel gezeigt habe, wie das Insektengehirn eine visuelle Aufgabe lösen kann, nämlich nachts besser zu sehen. Und ich möchte hier nur mal sozusagen die Tür öffnen für alle anderen Insekten. Es gibt nämlich unglaublich spannende Verhaltensweisen unter Insekten und entsprechende neuronale Kontrolle im Gehirn dafür. Und zum Beispiel nur hier oben Monarchfalter aus Amerika, die legen tatsächlich Tausende von Kilometern zurück zwischen ihren Sommer- und Winterquartieren, finden irgendwie den Weg von Nordamerika nach Mexiko, wahrscheinlich auch mit Hilfe von visuellen Informationen. Gottesanbeterinnen können in Tiefenschärfe wahrnehmen mit Hilfe von Stereosehen, also demselben Sehen, was wir benutzen oder was wir auch benutzen, um 3D-Filme anzuschauen, und können damit gezielt sehen, wo sich ihre Beute befindet und dann gezielt zuschlagen.
Oder auch Hummeln und Bienen, die sich die Farben, die Muster, die Positionen von Dutzenden von Blüten merken können, die sie anfliegen und wie sozusagen das Gedächtnis, die Tiefenseen, die Navigation über von Tausenden von Kilometern von diesem winzigen Gehirn gesteuert wird, ist ein riesiges und super interessantes Feld der Neurowissenschaft, wo viele, viele meiner Kollegen dran arbeiten und wo es bestimmt noch viele andere interessante Geschichten zu berichten gibt. Und damit möchte ich mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit bedanken, möchte mich kurz bei meinen Betreuern meiner Doktorarbeit in Schweden bedanken, bei dem wunderbaren Fotograf David Litschwager für das Bild meines Weinschwärmers und bei meiner jetzigen Arbeitsgruppe und meinem Chef Kieran Pfeiffer in Würzburg. Und ja, danke für Ihre Aufmerksamkeit.